Hallo. Guten Morgen. Hallo Welt heißt das. Da sind wir wieder in Oberland Station. Kein schönes Wetter. Aber. Ja, da tut sich doch was. Ja, arbeitssuchende Leute haben wir, glaube ich, auch noch hier. Und wir werden in dieser Folge also Wasserpumpen aufbauen. Das ist aber wenig Wasser, was wir hier drin haben. Verstrahltes Blut? Hatten wir das hier nicht schon mal rausgeholt vor kurzem? Ja, und Tatos werden einfach nicht. Es ist ein Wunder, dass du dich überhaupt noch bewegen kannst. Ja, Curry, ganz genau. Tatos werden einfach nicht geerntet. Egal, wir gucken mal, wie wir hier jetzt mit den Wasserpumpen hinkommen. Wie viele wir davon noch aufbauen können. Wasser kann man nie genug haben. Und ich denke, hier passen noch ein paar hin. Warum waren wir überhaupt so zimperlich mit den Wasserpumpen und haben nicht gleich sehr viel mehr aufgebaut? Naja, hier ist es schwer herzukommen, wenn hier überall Wasserpumpen stehen dann. Da kommt ja keiner mehr entlang. Wir haben auch noch Wachposten zu verteilen. So zwei Stück oder so haben wir noch eingelagert. Aber das muss nicht unbedingt sein. So im Moment wüsste ich gar nicht, wo man noch welche stellen könnte. Optisch gefällt mir das schon alles ganz gut, wie wir das gebaut haben. Aber 68 Wasser, das kann ja nicht sein. Wir hatten einmal über 1000 Wasser hier drin in dieser Siedlung. Ich glaube manchmal die Siedler, die sammeln das, die horten das irgendwie in ihren Taschen, im Inventar oder so. Und dann packen sie das erstaunlicherweise irgendwann doch mal raus. Und dann haben wir so viel Zeug da drin. Wasser. Ach komm schon, das geht doch noch. Eins geht noch hier. Na also, geht doch. Oh. Oh, das könnte. Das könnte knapp werden vom Platz. Obwohl. Ach, die haben die Stromanschlüsse schön da unten. Also klappt es ja doch. Sehr schön. Hat ja alles geklappt hier. Schutz hätten sie gerne noch mehr und na, da können wir vielleicht oben noch ein bisschen mit dienen. Oder? Ich finde, dass die Dinger, immer wieder sage ich das, aber das ist wirklich so, ich finde, dass die Dinger viel zu laut sind. Diese ganzen Schutztürme, die knattern da überall so rum. Schrotflintentürme haben wir einige. Na, hier ist es ja jetzt sowieso laut. Okay, Energie haben wir hier. Ach was, Scheinwerfer sind das? Ich dachte, Schrotflintengeschütztürme hätten wir so viel. Ah, hier.
Wir haben die Teile ja nur abgebaut, damit wir hier Platz hatten und Ruhe. Ja, damit können wir hier jetzt nichts anfangen. Mit der Stromleitung, mit dieser auch nicht, aber hiermit. Ja, das ist ja ein Ding. Warum sind da oben Geländer? Kann man da oben hin? Bringt nur nichts. Ganz schön laut, ja? Na gut, hier ist es ruhig. Hier lassen wir es auch ruhig. Wir verzichten mal drauf, hier noch mehr von diesen Teilen herzustellen, hinzustellen. Ja, das sieht ja gut aus, aber wollen wir denn nur Farmer haben hier? Wie laut sind diese Teile eigentlich? Geht nicht. Geht doch.
Oh nein. Das sind ja nicht ganz so laut, aber ich finde, das müssen wir auch hier keinem Siedler antun. Ja, die Moral steigt aber überhaupt nicht hier. Sehr schön. Ja, die sagen immer klar, aber dann machen sie es nicht. Okay, dann können wir doch schon mal anfangen, vielleicht hier so ein paar Sachen zu verteilen. Verstehe. Ein paar Sachen verteilen? Ja, ich meine, die Geländer schon mal so anzufangen, die Geländer zu setzen. Hey, die kann man so gut setzen, hier die Geländer, in den Waggons. Ich dachte, das ginge auch so hier gerade irgendwo, habe ich das doch gesehen. Schade, geht doch nicht so. Na dann.
So, hier haben wir ja schon Geländer. Teilweise. Da sind die Wände drunter, deswegen geht das nicht. Ja, das war der erste Streich. Wir machen das immer schön gemischt, sag ich doch jedes Mal, wenn wir das machen. Hier passt doch sowieso keiner drunter her. Wie kommen wir nach oben? Hier doch durch. Ah ja. Ja, da könnte man auch eigentlich Geländer vorbauen. Ja, das ist schön. Aber hier, das ist nicht schön, dass hier keine Geländer hinpassen. Ja, passen, aber docken nicht an. Aha, das ist, weil wir da diese Gitter reingelegt haben. Deswegen docken die da an manchmal. Manchmal nicht. Ach, da haben wir schon so viele von diesen Hüttenbalkongeländern dieser Art. Mhm.
Ja? Ach, das haben wir schon auf der anderen Seite. Na, dann lieber nicht. Oh ja, das ist gut. Okay. Gut, weiter geht's in der nächsten Folge. Da machen wir das Ganze etwas sicherer weiter mit Geländern. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Hast du gut geschlafen, Schatz? Gut geschlafen, Schatz. Jawohl. Für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Vielen Dank dafür. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.